2016 war von einer sehr hohen Nachfrage nach der Assetklasse Wohn- und Geschäftshäuser geprägt, bei ihrem vielerorts knappen Angebot. Trotzdem haben wir einen sehr dynamischen Handel gesehen. Wir gehen davon aus, dass sich das Transaktionsvolumen in den 57 von uns betrachteten Standorten auch weiterhin nochmal erhöht hat im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zu 2015 auf maximal 17 Milliarden Euro, so unsere Prognose. Das deckt ca. 2/3 des gesamten Zinshausmarktes in ganz Deutschland ab. Überraschenderweise ist unter den Top 10 der höchsten Preissteigerung kein einziger A-Standort zu sehen. Wir haben hier im ersten Halbjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr im Hinblick auf die Angebotspreise für Zinshäuser ein Kempten im Allgäu auf dem ersten Platz mit 43% Preissteigerung, gefolgt von Kassel. Auch viele kleinere Universitätsstädte hier unter den Top 10 der höchsten Preissteigerungen. Schauen wir uns den absolut höchsten Angebotspreis für Zinshäuser an, liegt München mit Abstand an der Spitze mit 5.300 Euro den Quadratmeter, gefolgt von Konstanz mit 3.500 Euro pro Quadratmeter. Auch hier wieder viele kleinere Schwarmstädte wie ein Freiburg, ein Heidelberg auf Augenhöhe mit ca. 3.000 Euro den Quadratmeter Angebotspreis mit Frankfurt oder Stuttgart. Auch hier sehen wir, dass Preisanstiege bei den Mieten kein Phänomen der Metropolen sind, sondern die Stadt mit dem höchsten Mietpreisanstieg war in unserer Auswertung Offenbach am Main mit 14,3% Mietpreisanstieg im ersten Halbjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr. Aber auch hier andere Standorte, viele B-, C- und D-Standorte unter den Top 10 zu nennen. Als einzigster A-Standort Berlin mit rund 9% Mietpreisanstieg. 2017 dürfte kurz- bis mittelfristig auch wieder ein sehr dynamisches Jahr werden. Wir sehen jetzt schon eine sehr hohe Nachfrage nach der Assetklasse Zinshäuser. Wir haben in Deutschland weiterhin positive Rahmenbedingungen. Das Zinsniveau dürfte nur leicht steigen. Abzuwarten ist natürlich, was ein Amtsantritt von Donald Trump, die Folgen des Brexits und die bevorstehenden Wahlen in Europa für eine marktbeeinflussende Wirkung zeigen dürften.